Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Und hier vorne gibt's ja diese schwarzen Trolle. Ich will's mal riskieren. Ich speichere auch einmal. Ich würde sagen, wieder hier auf die 1. Können wir wieder anfangen. Ich glaube, ich mache das ab jetzt immer in dieser Reihenfolge, wenn jedes Mal, wenn ich eine neue Folge aufnehme, dass ich immer eine gewisse Reihenfolge mache. Erst auf die 1, dann auf die 2 und so weiter. So, den wir. Das sind die zwei Trolle. Okay, das kann auf diese Art funktionieren. Kann. Nein. Ja, das kann funktionieren. Alter. Immer schön auf den Arsch, auf den Hintern hauen. Alter. Warum habe ich das vorher nie so gemacht? Komm, den habe ich gleich. Es gab nur 500 Erfahrung dafür? Kann ich den... Ja. Das speichere ich. Auf die 2. Alter, wie geil. Okay, ich hatte jetzt echt nicht erwartet, dass es so einfach mit den Trollen sein kann. Ist das mit dem schwarzen Troll dann genauso? Immer schön auf den Hintern hauen. Boah, kann ich dann wirklich auch... Okay, ich glaube, mit den Orks wird das ein bisschen schwieriger, dann wenn ich das auf diese Art mache. Einfach mal so... 1000 Punkte jetzt verdient. Hier war... Die Steintafel nehmen wir mit. Boah, wie nice. Da können wir das jetzt für Sagitta auch noch machen. Best. Boah, wie nice. So. Ich muss jetzt die Sonnenaloe hier finden. Fellknütterig. Gibt es hier noch andere Sachen? Zu sammeln, zu looten? Wie sieht denn die Sonnenaloe aus? Lederbeutel, Kronstöckel, Bogen. Boah, endlich. Das ist so einfach gewesen. So, wo sind jetzt die Sonnenaloen? Noch ein Fellknütterich. Ja, wo finde ich das jetzt? Ne, jetzt ernsthaft, wo? Wo muss ich suchen? Müsste das nicht hier sein? Oder bin ich jetzt ein bisschen doof? Die Sonnenaloe, wo ist denn das? Da. Sagitta braucht ein seltenes Kraut, eine Sonnenaloe. Bei den schwarzen Trollen. Au. Okay, dann... War ich hier falsch? Das waren keine schwarzen Trolle. Aber ich weiß, wo einer ist.
Können wir den genauso besiegen? Der ist ja genauso ungelenkig. Dauert wahrscheinlich nur ein bisschen länger. Hier war doch der Weg, oder? Ja. Bei den Bauern, die geflüchtet sind. Will ich wissen, wie es bei denen da mittlerweile oben aussieht? Ach nein, der suchen wir schon wieder. Ach, lass mich einfach in Ruhe. Wie viel brauche ich noch für die nächste Stufe? Noch ein paar hundert Punkte. Nur noch ein paar hundert Punkte, okay. So, einmal auf der Map gucken. Wir sind ja hier unten. Ich speichere das auch noch einmal. Dann auf die 3. An dem müssen wir vorbei. Und wenn wir den schwarzen Troll besiegt haben, da kann man sich nicht drauf verlassen. Dann würde ich nochmal zu Kord gehen wollen, bevor wir zu Sagitta gehen. Nochmal ein bisschen auf Schwertkampf, also Zweihänder gehen. Stärke haben wir erstmal für den Anfang genug. Und wir haben einen guten Paladin-Schwert. Nur, ich merke, meine Nase ist noch immer ein bisschen verstopft. Kann sein, dass ich einmal ganz kurz den Stream, die Aufnahme unterbreche, um die Nase zu putzen. Wenn das mit dem Atmen dann ein bisschen schwieriger wird. Ich kann momentan auch sehr, sehr schwierig atmen. Da bahnt sich wahrscheinlich eine Erkältung an. Aber immerhin, das Wetter ist jetzt wieder normal. Kann der sich nicht einfach bewegen? Nein, der muss mich sehen. Der muss mich sehen. Was war das denn gerade? Habt ihr das gesehen? Gibt es hier eigentlich noch so Viecher, die ich erledigen könnte? Blutfliegen! Boah, ich fasse es nicht, dass ich mich so sehr über Blutfliegen mal freue. Aber das waren jetzt leider nur 2. Das waren jetzt leider nur 2. Da fehlen mir leider noch ein paar. Und oben ist gleich wieder einer der Suchenden, an den ich ja irgendwie vorbeikommen muss. Damit ich ja den schwarzen Troll rankomme. Was ich mich frage, hier gibt es ja auch noch Heilkräuter. Ich durchsuche hier einfach viel zu wenig. Waldbeeren. Noch eine Waldbeere. Hier gibt es so viele Waldbeeren gerade. Und Blauflieder. Und was gibt es denn hier? Wie kommt es, dass ich hier nie geguckt habe? Was? Gletscherquarz? Noch mehr Tränke?
Spruchrolle, Langschwert, Trank, Lederbeutel. Noch ein Trank. Wie kommt's, also wirklich, wie kommt's, dass ich hier nicht einfach mal geguckt hatte? Das speichere ich. Auf die 4 jetzt. So, und an dem will ich jetzt mal vorbei. Was? Das ist aber eine Einhandwaffe. Der mehr Schaden macht. Wir haben gerade gespeichert, also ich will es mal riskieren. Nein, hör auf. Komm, komm. Das muss auch gehen. Das geht fast, das kommt. Wo hatten wir gespeichert? Auf der 4? An denen muss ich vorbeikommen. Der steht da im Weg. Habe ich dafür überhaupt Muni? Dass ich den da weglocken kann? Wenn er weiter hier vorne wäre, hätte ich... Ich gehe mal noch ein bisschen näher. Komm. Jetzt treffe ich ihn gar nicht. Was? Was ist das denn jetzt? Ist das ein War das jetzt ein Zauber von dem? Komm, triff ihn noch. Nein! Wie viel Magie hat der? Das wird nix. Nein! Oh. Ne, das wird nix. Okay, also ich muss ihn weglocken. Also einmal angreifen. Und dann weglocken, damit er aber nicht diesen Fluch da auf mich macht. Auch, und auch wenn dieser eine Einhandwaffe da ein bisschen stärker ist. Ich habe wieder 125 Schuss an Bolzen. Ne, ich wollte das hier. Ich glaube, ich muss noch näher sein, damit ich ihn überhaupt treffen kann. Ich treffe nicht mal ein stehendes Ziel. Wie nah soll ich an ihn ran? Jetzt. Autsch. Aber so macht er diesen Flug ja zumindest nicht auf mich. Auf diese Art setzt er zumindest seinen Fluch nicht gegen mich. Ich komme an ihm vorbei. Und, ah ja, erstmal auch mit Satoras und so weiter quatschen.
Ich finde schön, dass hier wieder eine Heilpflanze ist. Ich hoffe, hier sind jetzt aber keine von den Suchenden. Warte, da war wieder Blauflieder. Hier kann gerne was anderes gespawnt sein, aber bitte nicht. Nee, genau. Da sind Goblins. Goblins gehen klar. Also einigermaßen. So, nochmal speichern. Diesmal auf die 5. Dann will ich den ganzen Weg an den einen da wieder vorbei nochmal neu machen müssen. An den Suchenden. So. Der verarscht mich doch, oder? So. Ich höre da aber noch irgendwas. Was ist denn das? Ein Schattenläufer, der da schläft. Okay, den lassen wir schlafen. Heilpflanze, wo führt das hier hin? Hier gibt es ja auch noch ein bisschen. Wir sind jetzt hier an der Seite der Straße, okay. Das ist ja nice. Hier ist ja noch ein Weg, einfach mal. Und noch eine Heilpflanze, die ich übersehen habe. Ey, man übersieht hier, also ich übersehe hier so viel. Wie viel brauche ich jetzt noch? Immer noch ein bisschen. Blutfliegen und Feuerwarane. Feuerwarane muss ich schauen, ob ich schon gegen die ankomme. Der kommt schon gefährlich nah. Ich weiß jetzt nicht, kam ich gegen die an? So, auf die 6. Ne, nur den Feuerwaran. Blutfliege, du darfst weitermachen, was auch immer du da hinten machst. Ja, komm. Nee, Feuerwarane kamen wir nicht an. Okay. Jetzt waren wir auf der 6. Ja, gut. Hätte sein können. So, aber die Blutfliegen gönnen wir uns. So, das nehmen wir mit. Keine Ahnung, wo die andere Blutfliege jetzt hin ist. Da. Da haben wir sie. Dann dürfte hier eigentlich aber niemand mehr sein, oder? Pflanze. Hier war doch noch, glaube ich, eine Höhle, oder? Ne, hier war... Doch, hier war eine Höhle, genau. Da gehe ich aber mal nicht rein. Ich gehe erstmal lieber zu Saturas. Nochmal Heilpflanzen. Ey, das ist jetzt ein Segen, dass ich jetzt so viele Heilpflanzen wieder bekomme.
Also ich muss mich gut vorbereiten, bevor ich wieder ins Minental gehe. Denn das letzte Mal, das war die absolute Hölle, wirklich. Weil nichts mehr zu futtern gehabt, so um zu heilen. Apropos, wir hatten ja neue Steintafeln. So. Nee, das kann ich nicht lesen. Okay. Kann ich auch nicht lesen. Lebensenergie plus 5, perfekt. Das kann ich nicht lesen. Das kann ich nicht lesen. Nochmal Mana plus 2. Also alles, wo eine 1 dran ist, kann ich lesen, alles andere nicht. Was ist denn das? Juwelenschatulle? Kann ich das öffnen? Nö. Ich kann das nicht öffnen. Ein Lederbeutel. Und Olafs Lederbeutel und noch ein Lederbeutel. Okay, wir haben wieder auch gut Gold dabei. Ich habe die Befürchtung, hier haben sich die Ratten wieder gespawnt. Könnte gut sein. Vielleicht müsste ich mal die Helligkeit vom Spiel ein bisschen höher stellen. Ich glaube, ich mache das mal eben. So. Grafik vielleicht. Nee, nicht hier. Video. Helligkeit vielleicht. So ein kleines bisschen höher. Komm. Helligkeit höher und dafür Kontrast ein bisschen runter. Also mir passt das gar nicht hier. Gerade bei OBS sieht das ja genauso aus wie vorher. Ihr seht da keinen Unterschied? Okay. Aber für mich sah das gar nicht gut aus, sagen wir mal so. Es war nicht einmal was besser zu erkennen. Okay, aber neue Viecher sind hier zumindest nicht. So, Saturas. Quatschen wir mal mit dir. Hey, du. Kannst du mir etwas über... Nee. Wer kann dann jetzt Watras ablösen? Weißt, wir haben hier Fackeln. Nutzen wir die doch einfach mal. Wo sind die? Ah, da. Da haben wir schon mal Kronos. Aber ihn kann ich doch... ein paar Ausrüstungsgegenstände verkaufen? Sag mir, was du brauchst. Ich kann ihm auf jeden Fall den Schrott, den ich habe, verkaufen. Warte mal. Eislanze. Feuerpfeil. Windhose. Blitz. Goblin-Skelett erschaffen. Leichte Wunden heilen. Juwelenschatulle. Okay. So. Aber ich kann ihn die Dinger andrehen. Und. Komm, das Langschwert, das brauchen wir nicht. Die Einhandwaffe. Den leichten Zweihänder auch nicht. Paladinschwert. Die Dinger können weg. Ich glaube, den können wir auch wegmachen, genauso wie die Pfeile.
Nein, 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 nein. Jetzt habe ich gerade zu viel verkauft. Ein Bolzen. Zu viel. Was mit dem Wirkung unbekannt? Das Erz brauchen wir noch. Medarion. So. Nee, der kann mir Magie beibringen, aber ich suche jetzt Vertretung für Vatras. Ich finde die Musik hier gerade sehr interessant wieder mal. Wo sind die anderen alle hin? Waren das nicht mehr? Da ist noch einer. Mix hier. Hey, du. Nee, das lassen wir mal. Nefarius? Hey, du. Wegen der fehlenden Ornamente? Wegen der fehlenden Ornamente. Ja? Wie viele waren es nochmal? Insgesamt sind es 4. Die anderen solltest du dort finden, wo ich die Markierung auf deiner Karte gemacht habe. Ah ja, stimmt, da war ja was. Was steht da jetzt wegen Ablösung für Vatras? Vatras wird mir bei meinem Problem mit dem Auge Innos nicht helfen können, solange kein anderer Wassermagier ihn in der Stadt vertritt. Aber hier waren doch noch mehr Wassermagier. Wen habe ich jetzt übersehen? Wen habe ich vergessen? Medarion hatten wir ja schon. Mix hier auch. Kronos hatten wir. Kronos. Wer würde Vatras vertreten? Das ist jetzt hier die Frage. Ich habe die Befürchtung, es wäre Nefarius, der ihn vertreten würde. Und Nefarius würde erst sich wegbewegen. Oder warte? Riordan, genau, der fehlt noch. Schon was Neues herausgefunden? Schon was Neues herausgefunden? Es hat sich bestätigt. Die alte Kultur hat tatsächlich an Adanos geglaubt. Okay. Also, meine Theorie, Nefarius ist derjenige, der Vatras vertreten würde. Oh, noch eine alte Münze. Und ja, keine Ahnung, also wie ich das mit diesen Steinornamenten da hinkriegen soll. Ich habe da 2 Schalter gefunden. Vielleicht muss ich die auch in der richtigen Reihenfolge machen, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist da noch ein Knopf. Aber ich glaube, das wäre etwas, wenn ich das jetzt beim nächsten Mal, also jetzt nicht die nächste Folge, aber beim nächsten Mal, wenn ich dort bin, nicht gelöst kriege, dass ich dann wirklich, und ich hoffe, das werdet ihr mir verzeihen, dass ich das aber mal googeln werde, wie man das löst. So. Die Fackel können wir aber wieder wegmachen. Wo ist die Fackel? Da. Ja, dann machen wir uns auf den Weg zum schwarzen Troll und versuchen den genauso umzulegen wie die normalen Trolle. So. Ich hoffe, hier ist jetzt kein Suchender in der Nähe. Das ist ja momentan hier. Genau. Ich kann da nichts machen. Ansonsten werde ich wieder besessen. Und dann müsste ich wieder 300 Gold aufs Game führen. Heilung der Besessenheit. Rank. Nice, noch ein Blauflieder. Wie viel Essen habe ich jetzt gesammelt? Warte, das war ja weiter oben.
Okay, ich hatte irgendwie gedacht, ich hätte mehr gesammelt. Ist doch nicht der Fall. Da muss ich noch einiges sammeln dann. Mmh, 70 Punkte fehlen mir noch. Oder warte, 70? 70. Punkte. Ich würde die jetzt wohl schnell gerne irgendwie machen wollen. Noch bevor ich die Folge zu Ende mache. Da ist ein Lurker. Ja. Nice, dann haben wir das noch geschafft. Dann haben wir das sogar noch geschafft. Perfekt. Dann würde ich hier Ende machen wollen für heute und... Mir juckt wieder die Nase. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.